Was geht ab, meine Z-Fighter, Osiris hier. Und im globalen Lokal hat nun die Sommerkampagne angefangen. Es ist eine Art Filler-Kampagne, aber bevor ihr quasi vorurteilt, es wird ja noch eine weitere Celebration die Tage kommen, nämlich das von der Filmankündigung zum Dragon Ball Super Broly. Und dazu haben wir auch ein bisschen mehr Informationen. Heißt, heute werden wir uns alle Informationen genauer ansehen, sowohl zur Sommerkampagne als auch die Kampagne, die in den Tagen kommen wird. Also beziehungsweise zum Dragon Ball Super Broly und seinen Extremes-Event und auch zu LR Beerus. Denn LR Beerus wird ebenso für das globale Dokkan Battle kommen. Aber wir haben noch ein bisschen mehr. Wir schauen uns mal das Ganze an. Potenziell haben wir auf jeden Fall noch ein Versionsupdate auf 3.13 und das werden mit den Summer-Animationen. Aber das gucken wir uns mal genau an, wie gesagt. Anyway, so, und zwar haben wir hier die Summer-Campaign. Wir haben 9 Dokkan-Events. Login-Boni schauen uns gleich an. Ist online. Dragonstone Sale ist ebenso online. Könnt ihr euch auch gerne mal ansehen, was ihr da mitnehmen könnt. Ansonsten haben wir das Banner und das Dokkan von Thales. Ebenso alles schon online. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Glück, die sammeln. Ich würde eigentlich abraten zu sammeln, weil das Banner ist genauso gleich geblieben, wie wir es uns im Banner-Preview gesehen haben. Und da muss man nicht zwingend sammeln. Dokkanet werden wir heute auch noch auf jeden Fall bewältigen. Dann werdet ihr auf jeden Fall sehen, was ihr dort wissen müsst oder tun müsst. Das Event, das Story von Raditz, ist online. Free-to-play-Raditz, diejenigen, die World Tournament spielen und grinden, würde ich euch empfehlen, auf jeden Fall diesen Dude zu holen, auf SC10 zu bringen. Ob ihr ihn auf 100% bringt, müsst ihr selbst entscheiden, wenn ihr da World Tournament hart grindet. Ich hab's gemacht, er war mir auf jeden Fall eine Hilfe, aber es ist kein Muss. SC10 würde ich auf jeden Fall bringen, kein Muss auf 100%. Dann ist das Story von Vegeta auch online, jetzt schon online. Heißt, diejenigen, die Vegeta gezogen haben, ihn nicht erwecken konnten, die können das jetzt machen. Warum ist der Dude online gekommen? Wegen LR Beerus. Schauen wir uns gleich an. LR Beerus wird nämlich auch kommen und man braucht ja auch die Medaillen von diesem Event für LR Beerus unter anderem. Dann ist ein Banner online, Movie Boss Kategorie Banner. 3x30 Stones. Also 3 Mutlis haben je 3 Stones. Würde ich aber euch nicht empfehlen, hier zusammen. Muss ich sein. Auch wenn alle LRs da drin sind. Dennoch nein, denn wir bekommen die Tage noch ein Double Raid Banner. Nämlich am 17. August um 8.30 Uhr morgens kommt das Double Raid Banner online. Nicht ohne Grund, denn in diesem Double Raid Banner wird auch LR Beerus sein und natürlich auch alle anderen LR. Natürlich alle anderen nicht gefeatureten LR. Also Dokkan X, LR wie Vegito und Rita, die sind nicht in solchen Bannern, aber alle anderen sind in dem Banner. Heißt, ich würde auf jeden Fall, wenn ihr LR haben wollt, ziehen wollt, ist es eine gute Chance. Dennoch ist es keine Garantie, sondern eine Chance, ihr wisst, was ich meine, aber dieser Banner wäre auf jeden Fall besser als dieser Banner hier in Sachen LR. Deswegen würde ich eigentlich abraten, von Thales Banner zusammen, es sei denn, ihr wollt ihn unbedingt, er kam lange Zeit nicht mehr, oder hier zusammen würde ich abraten, wenn ihr zusammen wollt für LR, ist das auf jeden Fall besser, aber ansonsten spart eure Stones, denn nach Thales geht nämlich bis zum 28. August sollte eigentlich Evolution Vegeta kommen. Deswegen behaltet es im Hinterkopf, denn ihr merkt schon, Global zieht auf jeden Fall sehr gut nach. Und beziehungsweise wir holen sehr gut auf. Und die Celebration, dieser Sommer-Login-Bonus, das geht legit nur 7 Tage, eine Woche. Das ist deswegen ein Filler-Login-Boni. Aber warum? Jetzt denkt ihr euch, warte mal, da kamen auch keine neuen Missionen und so weiter und so fort hinzu. Das stimmt. Warum ist das so, Freunde? Denn wir hatten ja vor ein paar Tagen die Ankündigung zum Dragon Ball Super Broly, dass da quasi eine weitere, hier steht es auch dran, nicht nur ein Extreme-Event kommen wird, sondern auch ein weiteres New-Login-Bonus-Event und Special Missions. Heißt, wir werden noch einen weiteren Login-Bonus bekommen und weitere Special Missions. Das Ganze von Dragon Ball Super Broly geht am 16.08. um 2 Uhr morgens. Die Celebration sollte eigentlich in-game die Ankündigung kommen. Das Extreme-Event selbst sollte eigentlich, ist momentan gesetzt für 7 Uhr morgens. Aber wir haben dazu noch Informationen, die schauen wir uns gleich näher an. Gucken wir uns erstmal an, was hier noch abgeht. Nämlich du kannst Summer Login Boni, könnt ihr euch gerne mal ansehen. Jeden Tag ein Stone, es gibt nicht so viel zu holen. Ist wie gesagt ein Filler-Kampagne, aber die Tage kommt ja noch ein weiteres. Ansonsten, wie gesagt, Vegeta, sorry, wenn es online, könnt ihr euch gerne mal ansehen, was ihr euch holen könnt. Ebenso mit Raditz und wir haben hier Third Anniversary Rewarding Bonus. Also im Endeffekt haben wir weitere Preise bekommen dafür, dass es so gut in einem dreijährigen Jubiläum lief. Und zwar ist unter anderem sind wirklich gute Sachen dabei. Grand Kai, also die Grand Kai jedes Typus, je 3 Stück. Incredible Gems 777. Insgesamt 1000 Potential Orbs, jeden Typus, ja. Von S-Orb 1300 jedes Typus, 46 von M und 60 von L. Finde ich cool, ey. Free Stuff, her damit. Dankeschön auch an der Stelle dann. Kategoriebänder, wie gesagt, online müsst ihr nicht sammeln. Wir haben das Dokkan von Thales, wenn wir heute noch bewältigen im Video, wenn ihr quasi jetzt schon wisst, was ihr da beachten müsst. Die Giant Form Kategorie ist die Kategorie, beziehungsweise die Charaktere, die vermehrt Schaden gegen ihn machen, die quasi seine Damage Reduction und Angriff und Verteidigungsboost annullieren, so würde ich mal sagen. Ansonsten quasi können wir diesen Thales erwecken mit 35 Medaillen und diesen Goku mit 35 Medaillen und den neuen Thales natürlich mit 77 Medaillen. Und hier, BOOM! Incoming Boss of the Extreme Z-Battle von Dragon Ball Super Broly. Nämlich, Freunde,
Wir haben hier, das wurde geleakt, schaut an, seriously, wir haben hier die Assets, die Vorlagen. Und Freunde, ich hab's euch gesagt, wenn dieser Broly kommen wird, dann wird er wahrscheinlich, also erstmal aus vorweg. Wir haben nur die Information, wie das Extreme Z Battle heißt und wer der Gegner sein wird, wie die Vorlagen sein werden. Wir wissen immer noch nicht, ob das eine Karte ist oder nicht. Aber ein Extreme Z Battle kommt, um einen Charakter Extreme Z zu awaken. Wisst ihr, was ich meine? Und es liegt wirklich nahe, dass es das Extreme Z Battle von einem neuen Broly wird. Ich denke an Free-to-Play Broly, denn ich habe euch die Tage gesagt, wenn ein Free-to-Play Broly kommen wird, dann wird er wahrscheinlich so in seiner Baseform kommen, so wie hier. Das sind beide die Kartenvorlagen zu dem Boss, aber wir haben keine Informationen. Ich rechne mit den Informationen quasi die Tage, bevor die Celebration anfängt, mit einem weiteren Datadown oder einer Erwartung. Dann werden wir wissen, was die Karte auch drauf hat. So wird seine Baseform sein und so wird quasi nachdem er Extreme Zero X sein. Aber Obacht, bis jetzt wissen wir nicht, ob das eine Karte sein wird, die wir bekommen, sondern das ist quasi der Gegner im Extreme Z-Battle. Aber es ist halt rein logisch, dass wenn ein Extreme Z-Battle kommt, ein Charakter auch ein Extreme Z-Battle erfahren sollte. Es muss nicht zwingend Broly sein, aber die Chancen stehen gut, weil es ist eine Filmankündigung, es ist ein Hype. Es ist, damit wir gehypt werden. Das war damals bei Resurrection F genauso. Wir haben damals ein Free-to-Play-Event bekommen und Resurrection F Freezer bekommen, Golden Freezer. Und deswegen liegen die Chancen sehr gut. Das ist einfach nur, damit wir das mitnehmen, damit wir auch gehypt werden, dass wir einen Free-to-Play-Broly bekommen. Ähnlich wie der Extreme Z Awakening Kid Gohan, wie ich vor Tagen schon gesagt habe. Der könnte zum Beispiel sein, der kommt nicht ohne Grund. Der könnte zum Beispiel sein, ein Movie-Boss-Kategorie-Leader. Diesen gibt der Kid plus 3, 70% auf jeden Attribut. Und dann, je nachdem, was für ein Typus der ist, frag mich nicht warum, für mich sieht er aus wie ein Tech-Typus, aber je nachdem was für ein Typus er ist, gibt er dann den noch einen Boost, ähnlich wie Extreme Z-Awake Gohan und dann kriegt er quasi sein Extreme Z-Battle und Extreme Z-Awake und das ist für den Play-Charakter und gut ist, dann hätten wir quasi einen zweiten Movie-Boss-Leader. Denn er kommt nicht ohne Grund gerade mit Thales, will ich mal sagen. Heißt, wie gesagt, das sind vorerst nur die Vorlagen, aber die Tage werden wir mehr wissen. Was wir jetzt wissen ist, das ganze Job, wie gesagt, am 16. August. Um 7 Uhr morgens, es sei denn, da kommt eine Wartung rein. So wird unser Gegner aussehen und das sieht ganz klar aus für mich wie ein Dokkan-Charakter auch. Und es ist ja Logo, die Extreme Z-Battle-Gegner sind ja auch Dokkan-Charaktere. Deswegen rechne ich wirklich stark damit. Was seid ihr denn, sagt mir? Haltet ihr mich für verrückt oder sagt ihr, nee, du hast schon recht, das könnte echt gut sein, dass es quasi ein Free-to-Play-Charakter wird, um das Ganze hier quasi zu hypen etc. Genau, und Sane XC Broly heißt sein Extreme Z-Battle, wie gesagt. Wir wissen aber nicht, welche Kategorie da, ja, effektiv gegen ist, könnte sein, vielleicht Dream of God sogar, weil die im Film kämpft er gegen Goku und Vegeta oder halt andere Sachen. Müssen wir uns überraschen, was denkt ihr? Lasst mich Kommentare wissen auf jeden Fall. Ansonsten haben wir quasi nur die Vorlagen und auch zum Vorlagen quasi, wie das Extreme Z-Battle aussehen wird. Das sind quasi die Vorlagen von, nicht von Extreme Z, sondern von seiner Ulti. SA de Broly, genau, Sirius sagt das, das ist die SA von Broly, die Vorlagen dazu. Bin echt gespannt, was er die drauf hat und Ich hab euch gesagt, dass wenn er Extreme Z-Battle bekommt, dass er nicht zu dem legendären Super Saiyan wird oder der Full Power Broly, sondern zu dem hier, der mit den gelben Haaren und Super Saiyan Haaren, aber in schwarz. Freunde, die Predictions sind auf jeden Fall on real heutzutage und da bin ich echt gespannt, was uns die Tage noch treffen wird und natürlich lasse ich es euch auf jeden Fall wissen. Bevor ich mich hier verplappere, würde ich euch gerne zeigen, was noch hinzukommt, nämlich wir haben hier einen Elebirus, wie gesagt, Elebirus kommt hinzu. Wir werden uns das Ganze noch ansehen im Banner-Preview zu ihm selbst, sobald er auch natürlich droppt. Bevor er droppt auf dem globalen Dokkan Battle, wie gesagt, 17. August. Und wir haben jetzt die SR Sleeping Kai, die geben 30% Chance darauf, dass sie quasi die SR des Charakters erhöht. Und die werden wahrscheinlich Teil der neuen Celebration mit dem Dragon Ball Super Broly. Aber ansonsten will ich euch noch ganz gerne etwas zeigen, nämlich bevor wir darauf zurückzusprechen kommen. Es gab noch Tickets, habt ihr das gesehen in der Ankündigung? Es gab Tickets, nämlich diese Tickets hier. Was sind das für Tickets? Das sind die Tickets, die kommen werden, die damals in JP kamen mit dem Summon-Animation. Da haben wir 7 SR-Tickets bekommen und ein SSR-Ticket. Wegen der neuen Summon-Animation konnten wir das Summon, da war noch LR drin. Und das werden diese Tickets sein. In Global werden sie auch durch die Pilastrophe endlich sein, aber ich hoffe nicht nur durch die Pilastrophe, denn wie gesagt, die Leaker haben da gelegt, dass die Tage auf jeden Fall eventuell Version 3.13 released werden sollte. Und das ist dann Teil davon, wie gesagt, die Summon-Animation, hier steht es auch dran. Genau, das ist quasi im Begriff von dem 3.13, das eventuell kommen wird. Quasi, das wurde nämlich die Tage getestet, die letzten Tage. Gestern, um es besser zu sein. Und genau, ansonsten, wie gesagt, ja, JP, gehen wir mal kurz zum japanischen Dokkan-Battle, nämlich da wurden kurze Änderungen gemacht bzw. vorgestellt, die werden noch kommen. Nämlich wird es noch ein, wann war das genau hier? Genau, 20.08. 5 Uhr morgens. Nämlich da wird 3.14 kommen für das japanische Dokkan-Battle und da werden unter anderem neue Sachen hinzukommen. Unter anderem wird, wenn man eine Ulti hat, wird direkt angezeigt, ob dieser Gegner Debuffs hat oder gestunt ist. Man wird angezeigt bekommen, wenn ein Charakter Dupes hat. Also die Charaktere haben zum Beispiel
wenn sie blau aufleuchten, dann signalisiert uns das, dass du in deiner Charakterliste noch Dupes für diese Charaktere hast. Ansonsten werden die Great Apes oder Charaktere, die eine Transformation haben, werden nun vom Dupe-System profitieren. Das war ja davor nicht so. Der hat zum Beispiel jetzt gedodged, der andere crittet gleich. Davor war das nicht so. Und das ist wirklich ein sehr, sehr guter Buff für die Transformationscharaktere, so ähnlich wie Great Apes. Wenn die die Debuffs mitnehmen, umso kranker. Wir sehen hier zwar nur ein Great Ape, aber ich schätze, das wird für alle Transformationsmechaniken sein. Also für solche Transformationsmechaniken. Ja, nicht die, wir haben mit Oigoku oder so, sondern für solche, wo sie größer werden, wo sie keinen Schaden bekommen, wie Hildegard ähnlich oder auch wie die Vegeta. Wenn das wirklich der Fall sein wird, dann wird diese Vegeta umso besser noch. Dieser Vegeta und Bulma. Weil der wird ja auch zum Berserker. Ansonsten kann man auch hier quasi einsehen, wie man die Zeiten hatte in diesem Event, wie die Bestzeiten war, eure Bestzeiten und die eurer Freunde. Ist auf jeden Fall ein nettes Gimmick, aber da wird noch mehr hinzukommen. Ihr seht, Dokkan Battle ist auf jeden Fall quasi hier am Bearbeiten. Wie gesagt, 28 für das japanische Dokkan Battle. Ansonsten, Freunde, wie gesagt, Elabirus wird auch droppen mit einem neuen Wiz. Das ist der SR Wiz mit seinem Awakening, wird er auch bekommen. Und genau, Freunde, wie gesagt, lasst mich auf jeden Fall wissen, was ihr von dem Ganzen haltet. Seid ihr gehypt, auch wegen Broly vor allem. Ich bin auf jeden Fall gehypt. Die Tage werden wir mehr wissen, falls das Ganze online kommt. Weiß nicht, ich es euch auf jeden Fall löschen. Gestört, Freunde. Haut rein. Peace, haut rein. When I pull up at your girl, mommy wanna be my world. You a man, bro, don't you cry. I'ma get her back after I'm done. Next time you ain't won't be around.